Braunschweig ist die 36. Riegele Bierkette offiziell eröffnet. Ich darf Sie zum Anfang, und ich glaube, das ist gut die Tradition, bitten, sich von den Plätzen zu erheben und unseren Verstorbenen zu gedenken. Bitte erheben Sie sich von den Plätzen. Fahnen singt. Wenn man sich anschaut, wen wir zusammen mit den Königstreuen in Regel in Bierhunden verliehen haben, und wenn man diese Liste ansieht, dann freut man sich, dass so viele Persönlichkeiten hinter dem bayerischen Reinheitsgebot stehen und bayerische Lebensart und bayerische Bierfreude repräsentieren. Heute sind zwei Dinge anders als sonst. Erstens, wir verleihen diesen Orden des Volkes. So hat im Jahr 1992 Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle treffend genannt. Wir verleihen diesen Orden des Volkes erstmals an einem Sonntag, am Ende der Osterferien. Und zweitens, der Laureator Markus Wasmeier kann nicht kommen. Sehr schade. Beide Änderungen sind der Prominenz unserer Bierkettenträger geschuldet. Es ist nämlich nicht so, dass der Markus heute unbedingt in sein Museumsdorf Bier brauen muss. Vielmehr hat er Verpflichtungen, die ich nicht verschieben konnte. Und unser heutiger Ordensträger hat so viele Termine, insbesondere am Wochenende Termine, dass wir froh sein konnten, einen freien Sonntag zu finden. Aber keine Angst, die Laudatio fällt nicht aus. Der Markus hat eine Videobotschaft gesandt. Das erste Bild sieht man da schon. Nachdem Markus Wasmeier aber nur virtuell anwesend sein wird, können wir uns voll auf den heutigen Preisträger konzentrieren. Das ist ein Mann, der schon von der Statur her bayerische Lebensart verkörpert und der aus dem oberbayerischen Schongau kommt, wo Bayern besonders schön ist.
Das weiß ich, weil ich da sehr viel Zeit verbringe. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus den bayerischen aller Kabarettisten, unseren Bierkettenträger des Jahres 2019, unseren Helmut Schleich. Lieber Helmut Schleich, als ich mir die Liste Ihrer Vorgänger so angesehen habe, insbesondere in Bezug auf bayerische Ministerpräsidenten, da wurde mir bewusst, dass Sie als Wiedergänger von Franz Josef Strauß auch in dieser Beziehung bestens in die Reihe unserer Ordensträger passen. Langjährige Beobachter dieser Veranstaltung wissen nämlich, dass die Riegele Bierkette das Sprungbrett für alle bayerischen Ministerpräsidenten ist. Bei Seehofer war das so, bei Söder war das so. Dass Ilse Aigner ihre Chance nicht genutzt hat, ist ihr eigene Schuld. Und für Stoiber kam die Bierkette nicht in Frage, der trinkt kein Bier. Aber Franz Josef Strauß, der hat gerne Bier. Natürlich, ein Strauß braucht kein Sprungbrett, der sprang immer selber. Und außerdem war er schon 5 Jahre vor dem Start unserer Bierkette bayerischer Ministerpräsident. Mit Ihnen aber, lieber Helmut Schleich, wird er nun quasi posthum Riegele Bierkettenträger. Es ist eben alles eine Frage der Perspektive. Mit dieser Kenntnis, es ist eben alles eine Frage der Perspektive, klingt es ja jede Woche, und ich höre es auch jede Woche in Bayern 2 in den Radiospitzen, perspektivisch auf alle Facetten unseres schönen, manchmal auch weniger schönen Bayernlandes. Schauen wir mal, was Sie uns heute dazu zu sagen haben. Da werden bestimmt auch die anwesenden Politiker schauen, von denen ich ganz herzlich begrüßen darf. Unseren Europaabgeordneten, den habe ich aber noch nicht gesehen, den Markus Ferber, der hat sicher eine ganze Menge Perspektiven zu berücksichtigen. Unser Landrat Dr. Klaus Metzger, unsere Augsburger Stadträte Margarete Heinrich, Dr. Ludwig Holzapfel, Volker Schafettl und Regina Stuber-Schneider. Allen Volksvertretern, allen Volksvertretern, auch denen, die heute aufgrund Osterferien oder anderer Hindernisse nicht kommen konnten oder die ich womöglich vergessen habe und die ich dafür umso herzlicher begrüße, all denen rufe ich traditionsgemäß einen zeitlos gültigen Spruch so zu, ein Spruch, der so schön wie klar ist, der von uns Bierbrauer jenseits aller Politik Korrektes so viel Wahrheit enthält, und der bitte nicht nur heute, sondern auch in Zukunft von allen Ratsherren, das heißt politischen Mandatsträgern, beachtet werden möge und der hoffentlich so langsam, ich sag nur so schön, in Fleisch und Blut übergehen möge und der da lautet, manche kennen schon, der Ratsherrn trug bis Ehrenpflicht, der trockene Lampe leuchtet nicht. Unsere liebe Bierkette, die ich jetzt begrüße, wissen das schon lange. Mit jedem Einzelnen von Ihnen verbindet uns die Liebe zu Bayern, die Liebe zu Bier und zu einem leuchtend freudigen Druck. Heute sind bei uns Staatsminister AD Landwirtschaft Josef Miller. Von ihm haben wir gelernt, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. Wegerl Hagen. Ein unheimlich sympathischer Brauerkollege, der leider immer noch nicht sagen darf, dass das Münchner Oktoberfest mit Augsburger Bier noch schöner wäre. Professor Hans Frey, Bierkettenträger von 2003, der darf alles sagen. Auch das mit dem Oktoberfest, weil er alles weiß über die Biergeschichte Bayerisch Schwarms. Die Bierkönigin Monika Brüttelmeier, sie ist der Beweis, dass bayerisches Bier königlich schön macht und schön hält. Dann haben wir unseren Max Strehle da. Dir, lieber Max, sind wir ewig dankbar, dass du die Trinkgeldsteuer für bayerisches Bier verhindert hast. Hubert Thorn ist auch wieder unter uns, freut mich sehr. Er weiß, extra Bavariam non est vita, das kann man einfach so übersetzen, er weiß, dass Bier außerhalb Bayerns einfach nicht schmeckt. Dr. Wolfgang Stempfel, und als Bierexperte hat er klar erkannt, dass ein Biersommelier am besten mit bayerischem Bier sich ausbilden lässt. Einen donnernden Applaus auf alle unsere Bierkettenträger, die unserem Helmut Schleich heute die Ehre geben. Ja.
Zu Ehren von Helmut Schleich haben sie natürlich auch königliche Hoheiten eingebunden. Und zwar gleich zwei, nämlich die bayerische Hopfenkönigin Katharina Meyer von Karl Bichemeyer vom Vorstand des Verbands Deutscher Hopfenbauer. Ja, Königin am Hexdarblasen und die bayerische Bierkönigin Johanna Seiler, über die wir uns deshalb besonders freuen, weil es die erste schwäbische bzw. bayerisch-schwäbische Bierkönigin ist. Und dass wir das noch erleben dürfen, dass eine Schwäbin bayerische Bierkönigin wird, das finde ich ganz toll. Sie wird begleitet vom Geschäftsführer des Bayerischen Brauhauses, Dr. Lothar Ebbers. Zum Schluss meiner kurzen Begrüßung begleiten wir zu danken. Danke zuerst den vielen anwesenden Königstreuen. Mit ihnen zusammen verleihen wir seit Jahrzehnten die Bierkette. Heute, liebe Königstreue, verleihen wir den Orden übrigens an einen Mann, der sich vor kurzem im Radio Gedanken dazu gemacht hat, was gesund ist. Er hat sich dabei mit Schachtelhubern, Hobbyökotrophologen, Freizeitexperten, Großstadtneurotikern, lebensmitteltechnischen Labor to go und, wir verzeihen es ihm, mit Rotwein beschäftigt. Dabei hätte er es viel einfacher haben können, wenn er sich mit seinen Vorgängern im Amte beschäftigt hätte. Schwester Doris, unsere Braumeisterkollegin und Ordensträgerin von 1998, hat mit drei Aussagen klar auf den Punkt gebracht, was gesund ist. Ich zitiere: Bier ist gesund und macht schön. Bier ist gesund, solange es nicht sauft. Bier hält, was Valium verspricht. Bier als flüssiges Nahrungsmittel ist nämlich lebensverlängernd, gesundheitsfördernd und äußerst nervenwirkend. Und sie hat mit der Autorität einer Ordensschwester quasi ex cathedra richtig und allgemein das festgestellt. Von Rotwein war da nie die Rede. Helmut Schleich hätte aber auch bei Josef Miller anrufen können, der gesagt hat, Bier in Massen getrunken ist gesund und gehört zur bayerischen Tradition. Oder bei Ilse Aigner, die es ähnlich formuliert hat, Bier in Massen ist gesund, was jeder weiß. Also vielleicht haben die beiden auch gesagt, Bier in Maßen ist gesund. So genau erinnere ich mich da aber nicht mehr. Aber ich habe jedenfalls mal nachgeschaut und ich weiß, dass zum Beispiel bereits 53 Flaschen Riegelbier täglich den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen decken. Sie sehen daran, eine gesunde Ernährung kann sehr einfach sein. Und natürlich stellt sich jetzt zusammen auch die Frage, wenn es Bier nicht gäbe, womit sollte man dann eigentlich auf die Gesundheit anstoßen? Bevor ich jetzt abgleite und im Detail darüber informiere, dass Bier viel mehr Antioxidantien als Rotwein hat und dass das Xanthohumulon im Hopfen Krebs verbeugt, die theoretische Wirkung von Bier die Nieren gesund spült, die Folsäure gut für Schwangere ist und so weiter und so weiter und so weiter, möchte ich es kurz machen und Sie nur noch einmal daran erinnern, jeder Tag ohne Riegel ist ein Gesundheitsrisiko. Ich verzichte auch jetzt auf den obligatorischen Werbeblock und erwähne nicht, was eh alle wissen, dass dieses gesunde Bier schon zu Deutschlands Bier des Jahrzehnts gewählt wurde, Europameister aller Brauereien war, zweimal zur besten Brauerei Deutschlands und zum deutschen Kraftbier des Jahres gewählt wurde. Nein, ich bin ja dabei zu danken und da sage ich auch einmal Danke an unseren Brauer mit unserem Braumeister Frank Müller an der Spitze. Wo ist er denn? Danke, dass Sie so wunderbare Biere brauchen. Ein großes Danke auch an die Fortuna Böllerschützen, die es zu Ehren von Helmut Schleich wieder prächtig haben krachen lassen und denen ich heuer besonders dankbar bin. Ich hatte mit Ehre höchstpersönlich die große Kanone abfeuern zu dürfen.
ein Erlebnis, kann ich Ihnen sagen, das im ersten, wahrsten Sinne des Wortes lange nachhalt. Danke an unsere Riegel Brauersmusikanten, danke an das Riegel Wirtshaus-Team und danke an unsere vielen Helfer aus der Brauerei, die heute alle hier in ihrer Freizeit für unser Wohl sorgen. Danke auch an die Presse, dass sie gekommen ist und über die 36. Verleihung der Riegele Bierkette berichtet. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen oder wie Helmut Schleich jetzt sagen wird, dann schauen wir mal. Ein Prosit und dann filmen wir ab für die Laudatio von Markus Wasmeier. Herzlich willkommen. So, und während Sie alle auf unseren neuen Riegele Bierkettenträger anstoßen, bitte ich die Blicke auf die Leinwand zu richten. Jetzt haben wir doch echt 36 Jahre gebraucht bis zum Einsatz moderner Technik. Und da ist einer extra für den Helmut Schleich den Berg hier aufkrabbelt, wie er sagen würde. Und jetzt Film ab für Helmut Schleich. Liebe Familie und Team Riegele, liebe Königstreue, lieber Helmut Schleich. Zunächst einmal ein herzliches Servus beieinander. Ich konnte es noch nicht ganz sehen, aber bitte Schleichzeichen auf eure Plätze. Ich wäre jetzt ja ganz gern bei euch, aber leider ist mir ein Termin dazwischen gekommen und ich muss jetzt leider absagen. Aber ich hoffe, dass ich durch die moderne Technik eine Videoübertragung, auch die richtige ehrenvolle Übergabe eines Bierkettenträgers wie unser Helmut Schleich richtig rüberbringen. Lieber Helmut, auf dieser Leinwand kommt die Riegele Bierketten ein bisschen größer raus und das brauchen wir auch, weil das ist eine große Ehre und ist angemessen. Ein gestandenes Mannsbild braucht die Riegele Bierketten und wie es die Tradition der Kette verlangt, ein Mannsbild, das sich mit dem bayerischen Bier und mit der bayerischen Lebensart verdient gemacht hat. Und so ein gescheites Mannsbild ist er einfach durch und durch, der Helmut Schleich. Geboren ist am 28. Juli 1967 in Schongau. Das passt denn nur ein Dorf weiter. In Böbing ist die Riegele-Familie, also die Brüders, groß geworden. Naja, mit dem Großwerden ist das so, mit den Brillers so eine Sache. Aber körperlich groß ist der Schleich eigentlich auch nicht. Aber bedeutend. Das war es vor allem in seine Lebensgefährtin, die Martina. Und die drei Kinder. So bedeutend, dass man seine vielen genialen Auftritte gar nicht mal aufzählen kann. Unvergessen sind natürlich seine Auftritte am Nockerberg. In seiner Paraderolle des Franz Josef Strauß. Die auch mit seiner eigenen Fernsehsendung Schleichs Fernsehen regelmäßig vorkommt. Den Strauß hat er übrigens schon in seiner Jugend mit der Gruppe Fernrohr gespielt und nicht nur witzig, sondern immer auch politisch und engagiert. Aber auch den Steinmeier hat er schon gegeben und den Kurt Beck, aber eben auch den Helmut Schleich. Selbst in Persona, in seinen Soloprogrammen nicht mit mir, ehrlich oder kauf. Du Sau, dabei müsstest du heißen, trink du Bayern. Aber wir haben auch weitere Verfehlungen, zumindest in seiner Titelrolle. Da bringt der Herr Schleich doch 1998 ein Soloprogramm und eine CD sogar auf den Markt mit Brauerei frei. Aber der Rausch packt aus. So einen Titel muss nur 21 Jahre geheilt werden, ehe man hier bei den Königstreuen wieder ehren konnte. Geholfen hat dabei sicher auch sein Buch Daheim ist nicht daheim. Und das Tagebuch von Franz Josef Strauß. Das ist Pflege bayerischen Brauchtums.
Er schafft etwa 100 Live-Auftritte in Wirtshäusern im Jahr. Respekt, was aus Schwabing alles herausgemeistert wird. Der Schleich ist ja wirklich ein Schwergewicht. Das muss erst mal bewegt werden. Meine Knie dachten das nicht mehr ausreichen. Was übrigens die wenigsten wissen, als Kind hat der Schleich lange Zeit gar keine Haare auf dem Kopf. Die musste ihm wohl dann später auf den Zähnen gewachsen sein. Und so ist ja einer der besten Kabarettisten Bayerns entstanden, der auch einfach ein fulliger Charakterkopf ist. Wer den Bierkrug seines Großvaters nach Jahren sofort wieder erkennt, der hat im Leben einfach alles richtig gemacht und Prioritäten gesetzt. So gesehen, in der Bayerischen Sendung Lebenslinie, die unseren heutigen Bierkettenträger eine komplette Sendung gewidmet hat. Ja, ich habe dann fast einen Hohn und Respekt bekommen, als ich mir seine ganzen Aufzeichnungen angeschaut habe. Nicht nur, dass der Herr Schleich den Nachwuchs seiner eigenen Kabarettpreis des Kaktus fördert, er selbst ist quasi eine wandelnde Aufzeichnungswildfasssäule. Vom Palaner Solopreis, da hat der Herr Brüller geschrieben, wie kann man denn sowas ungemacht? Über den Förderpreis und Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises und den Deutschen Kleinkunstpreis, der AZ-Stern, Mohrenhofer Lupe, den Sigi Sommertaler und. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber lieber Helmut Schleich, die wichtigste Auszeichnung erhältst du jetzt. Es ist ein Orden, der einen wie Seehofer oder Söder zum Ministerpräsident macht. Es ist ein Orden, der einen die Rückenmuskeln verstärkt. Das habe ich schon das ganze Jahr gespannt. Denn mir hat man gesagt, dass man die Kette den ganzen Jahr nicht ausziehen darf. Und das wird schwer kontrolliert. Doch. Du gehst daheim mit deinen Späßl aufs Oktoberfest. Wir passen dabei auf. Ja, lieber Helmut Schleich, ich freue mich, dass die richtige Bierkette mit dir einen so würdigen Nachfolger erhält. Wenn du die Bierkette jetzt erhältst, dann verbunden mit deinem Versprechen, dass wir unbedingt auf der Regie und um uns zusammenstößen. Und das machen wir jetzt auch. Haben wir über die Form. Also, ein Prosit auf den neuen Bierkettenträger. Ein Prosit auf einen Charakterkopf. Und ein Prosit auf die bayerische Möglichkeit. So, wir haben dem Markus sogar extra noch einen Kasten Riedel gegeben, den er den Berg hochschleppen hat müssen, aber er hat es nicht gescheit eingeschenkt, das haben wir schon gesehen. So, jetzt darf ich alle anwesenden Riedel Bierkettenträger bitten, sich auf der Bühne einzufinden. Denn der Markus Wasmeier ist zwar nicht da, aber die Riedel Bierkette ist natürlich da und die wollen wir jetzt feierlich überreichen. Max, du machst den Anfang. Hinauf! So, Josef, auf, hinauf! Ringer, komm, auf geht's! Uwe! Thank you.
Freundin. So, wenn alle sitzen, dann muss ich gleich einmal meiner Überwältigtheit Ausdruck verleihen von diesem Begrüßung und dieser Ankunft, Bürgerschützen mit dem Regionalexpress von München hergekommen, bin dann da durch finstere Gänge, habe ich den Augsburger Hauptbahnhof verlassen und bin direkt bei den Bürgerschützen gelandet, also im Grunde eine eindrucksvolle Begrüßung. Ich muss auch zu meiner Schande, wenn ich das gleich vorab gestehen darf, ja, muss ich sagen, dass mir Riegele bis jetzt, gell, eher vom ICE her bekannt war. Ich fahre sehr viel auf Tournee und immer am Augsburger Hauptbahnhof, wenn ich ausfahre Richtung Ulm, dann habe ich mal gesehen, Riegele hat immer interessant ausgeschrieben. Ich dachte, was ist das? Jetzt weiß ich es. Fantastisch. Fantastisch. Und ein Kollege von mir, ein Kabarettkollege, ich sage jetzt den Namen nicht, weil das tut in dem Sinn nichts zur Sache, der hat mir gesagt, der Klaus von Wagner war das, der hat mir gesagt, Riegele, das sage ich dir, die machen ein fantastisches alkoholfreies Bier. Und man denkt, was sind das für welche? Ein fantastisches alkoholfreies Bier. Dann habe ich nur nachgeschaut und habe gesehen, ja, sie machen auch eine sehr gute Spezi. Dann habe ich gefunden im Internet eine ganz hervorragende, wie war es, milchsäurebasierte Limonade. Und da war ich schon sehr gespannt, was das für eine Brauerei ist. Dann habe ich aber jetzt auch mittlerweile erfahren, dass also die Biere, nicht nur das hier, der Kommerzienrat, das im Übrigen hervorragend schmeckt, ich habe schon ein bisschen probiert davon, sondern auch die anderen Biere ausgezeichnet sind, wunderbar, großartig. Und ich habe ja, es ist ja schon angeklungen in der Laudatio von Markus Wasmeier, auch schon das Paulana Solo mal gewonnen und von Paulana einen Preis gekriegt. Ich habe mal den Bayerischen Kabarettpreis gekriegt, schon zu einer Zeit, da hatte ich noch die Spatenbrauerei gesponsert. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt schon froh, dass ich jetzt einmal von einem gescheiten Bier ausgezeichnet worden bin. Ohne die Leute zu halten. Banana macht auch einen guten Spezi, so ist es nicht. Ja, ich komme ja, wie gesagt, ich bin in Schongau geboren. Habe mich übrigens sehr gefreut, dass der Markus Wasmeier den Namen der Stadt richtig ausgesprochen hat. Die meisten sagen Schongau. Den echten Schongauer erkennt man daran, dass er Schongau sagt. Bin in Schongau geboren, bin also sozusagen selber auch anteilig ein Schwabe, kannst du sagen. Schongau ist zwar verwaltungsmäßig Oberbayern, aber kulturell ganz eindeutig auf der rechten Seite des Lechs, auf der linken Seite des Lechs, schwäbisch. Das heißt, ich bin aber in München aufgewachsen, das heißt, in meiner Brust wohnen zwei Seelen, eine oberbayerische und eine schwäbische. Also ich glaube, oberbayerische Großzügigkeit genauso in mir wie schwäbische Sparsamkeit. Ja, habe aber auch schwäbische Genauigkeit, die Liebe zur Präzision genauso in mir wie oberbayerische Wurstigkeit. Okay, das ist alles da bei mir und darum freut es mich natürlich sehr, dass ich jetzt einmal da auch in Schwaben so eine wunderbare, ich merke schon, dass die Kette relativ, sagen wir mal, gewichtig ist, okay, dass ich jetzt diese Auszeichnung da auch einmal habe, weil das ist ja, sagen wir mal, schon auch was Bayern auszeichnet, die Vielfalt. Bayern ist ja im Grunde, wenn man heute davon redet, Offenheit, Vielfalt ist wichtig, Bayern ist ja ein Vielvölkerstaat. Das kann man schon so sagen, ein Vielvölkerstaat des 19. Jahrhunderts, Schwaben, Franken, Altbayern. Und wir werden ja oft gefragt, also mir passiert es zumindest, wenn ich auf Tournee bin, außerhalb Bayerns, werde ich oft gefragt, warum seid ihr Bayern eigentlich so, wie ihr seid? Was macht euch aus? Ist dieses Bier, sind es die Berg? Werde ich oft gefragt, was kann man über euch erzählen? Was ist das? Was? Zum Beispiel sage ich dann immer, dass wir Bayern
die vierfache Verneinung kennen. Das ist was Besonderes, kann man über uns erzählen. Wenn du einen Bayern fragst, hast du schon mal Windpocken gehabt? Dann sagt der Bayern, nein, keine Windpocken habe ich noch nie nicht gehabt. Vierfache Verneinung, das ist super, oder? Wenn du einen Hamburger fragst, sagt er nur nein. Oder ich werde auch oft gefragt, zum Beispiel, gibt es vielleicht irgendwie einen Witz oder was, oder Anekdote, wo man die bayerische Mentalität spezifisch damit umreißen kann. Ja, wenn es das Kabarettist oft fragt, da gibt es natürlich viele. Ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte, wo die zwei Bayern in der Wirtschaft beim Essen sitzen und der Pfefferstreuer ist verstopft. Ja, dann versucht der erste Bayer, dass er sein Essen ein bisschen würzt, da kommt aber nichts raus, probiert das nochmal, schaut den Pfefferstreuer von oben an, klopft nochmal auf den Tisch, kommt immer noch nichts, gibt er auf. Ja, dann macht der zweite Bayer, macht es genauso, kommt auch nichts, probiert es nochmal, kommt nichts raus, essen sie so. Hat ein Preuße am Nachbartisch die Szenerie beobachtet, kommt mit einem Zahnstocher rüber, nimmt den Pfefferstreuer, sticht die Löcher vom Pfefferstreuer mit dem Zahnstocher durch, stellt ihn auf den Tisch und sagt, jetzt funktioniert's! Und setzt sich wieder hin. Ja, nach einer gewissen Pause sagt der eine Bayer zum anderen, sagt der Sixt, sagt er, deswegen mag ich es nicht, die Preis. Das ist jetzt kein Brüller oder was, aber ich finde, das ist eine Geschichte, die beschreibt uns eigentlich ganz gut. Weil wenn man sagt, die Bayern sind Krachledern und derb, das stimmt. Eigentlich stößt uns das Vorlaute ab. Wenn einer alles weiß, oder wie wir sagen, wenn er das Gras wachsen hört. Wenn ich zum Beispiel in Berlin frage, ist mir letztes Mal passiert, wollte eine Fahrkarte kaufen am Automaten, können Sie mir 5 Euro wechseln, frage ich einen. Was kriege ich zur Antwort? Bin ich eine Wechselstube? Ja. Oder in der U-Bahn, wenn alle an einer Tür drängen, obwohl alle anderen Türen vom Zug frei werden, sagt der U-Bahnfahrer in Berlin, dieser Zug ist kein Adventskalender, es sind alle Türen geöffnet. Gerade, dass er nicht noch nachschiebt, Palümpalüm. Der Bayer sagt sehr lange nichts. Das ist auch gleichzeitig sein größtes Problem, weil es ihn deswegen irgendwann unkontrolliert zerreißt. Gerade wenn er als U-Bahn-Fahrer stundenlang durch Betonröhren unter der Stadt fahren muss. In München darf der U-Bahn-Fahrer sagen, ja, Kreuz, Kruzifix, ich dreh keinen ins Kreis, den Schaff, das Nein kommt zu zahlen und Scheiß ausbissen, nein, ins Hutskrippen, ins Verreckten. Abgesehen davon, dass heute in München kein U-Bahn-Fahrer mehr sagen würde, ins Hundskrippen, ins Verreckten. Und wenn, dann würde er sofort abgemahnt. Sofort, so wie dieser Schulhausmeister, ich weiß nicht, ob Sie das in Augsburg Fernsehen vielleicht nicht mitgekriegt haben, in München, dieser Schulhausmeister, der mit den Kindern bayerisch geredet hat. Das war in Fürstenried. Vor dem hat die Schulleitung die Eltern gewarnt. Wirklich, das haben wir nicht ausgedacht, das stimmt, haben wir Rundschreiben an die Eltern rausgegeben, haben geschrieben, man soll bitte Geduld mit ihm haben. Er kann es leider nicht anders. So wie der neurotische Straßenhund in Griechenland, der jeden anbellt, obwohl er angeblich ganz ein Lieber ist. Das ist der Vergleich. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch zugeben, bayerisch, und wir sind ja heute da wegen des bayerischen Brauchtums und auch der bayerischen Sprache. Bayerisch ist auch nicht immer ganz einfach, das muss man schon zugeben. Ich, für Auswärtige zumal, ich stolper selber manchmal. Gebe ich offen zu, zum Beispiel letztes Mal war da in der Zeitung, mit Zeitung gelesen, was eine Schlagzeile über diesen verrückten Präsidenten. Also ich rede jetzt nicht von Trump ausnahmsweise, ich meine den anderen von den Philippinen. Ja, Duterte heißt der, Duterte. Rodrigo Duterte. Oh, Schlagzeile ist gestanden, Duterte verlässt Weltstrafgericht. Ich habe natürlich in der Früh um 7 gelesen, Duterte verlässt Weltstrafgericht. Duterte, hat man gedacht, Jesus. Die Süddeutsche, die trauen sich was, wenn man denkt. Und das in Zeiten von MeToo. Duterte verlässt Weltstrafgericht. Man stolpert schon selber manchmal, freilich. Das gebe ich schon zu. Oder nehmen Sie zum Beispiel diesen russischen, wenn Sie sich noch erinnern, letztes Jahr diesen russischen Doppelagenten, diesen Skripal. So rumlaufen wie die Pfingstboxen, entwickeln sie aber Nationalgefühl. Hat er gesagt, König Max I. Josef, hat er gesagt. Und wenn sie den Quant des Ohren überall anders als Deppen angeschaut werden, dann bleiben sie auch lieber daheim. Das hat er gesagt. Daheim ist daheim. Also das hat er nicht gesagt, der König Max I. Das ist die beliebteste Bayern-Serie aller Zeiten. Da
Der Horn ist doch, und da kann man es auch sehen, wie schön Bayern heute ist. Hey, freilich, wunderbar, wo bist du? Kürzlich war, während der letzten Wiesn habe ich auf RTL zum Beispiel eine Moderatorin gehört, die hat gesagt, das Oktoberfest in München beginnt mit dem traditionellen Ausruf, O-Zapft es. Ja, keinen Anglizismus am Wegesrand liegen lassen. Beim FC Bayern sieht man es ja auch, wie schön Bayern heute ist. Muss man sagen, da sieht man es ja erst so richtig, wenn die feiern. Jetzt wird es Meister wieder werden, da haben sie mal so riesige Weißbiergläser, aber riesige, nicht so wie mir einen halben Liter oder was da gehen. 50 oder 60 Liter Weißbier, 60 Liter gehen jetzt nicht gerade bei den Bayern, aber sag mal, 58 Liter Weißbier gehen da rein. Die haben es dann am Rasen, die stehen da, schütten sich die Fußballmillionäre das gegenseitig über den Kopf. Das ist, wenn man heute feiert in Bayern, was? 50 Liter Weißbier über den Kopf. Da werden die Fußballmillionäre reingestopft in die original bayerischen Trachten, knallrote Tegernseer Janker mit giftgrünem Kragen und Lederhosen für 30.000 Euro. Wir haben es reingestopft, die schon länger da sind, die sind schon gewöhnt. Aber die Neuzugänge, die schauen dann immer so geschreckt. Hey, so wie Jungvieh, die man zum Almabtrieber Blumenkrone aufsetzt. Weil sie es gar nicht fassen können, wie schön Bayern heute ist. Sie steht ja auch in der Allianz Arena, steht ja sogar unser Landesmotto auf der Haupttribüne. Mir san mir. Riesigen Lettern mit A. Mia san mia. Nicht das, was mit dem Russischen verwechselt. Mir san mir. Weil Mir heißt auf Russisch Frieden und das haben wir nicht in Bayern. Wenn man nur schaut, wie viele Rüstungsbetriebe wir haben, das haben wir nicht. Das, da kann man sehen, wie schön Bayern ist. Wie sagt Dr. Markus Söder, weil wir schon davon geredet haben, wie sagt Dr. Markus Söder, Bayern ist ein Land mit einer wundervollen Heimat. Was für ein Satz. Das denke ich mir manchmal, immer wieder mal, einen Söder muss man manchmal einfach nur reden lassen. Schmeißt es von ganz ein Ohr. Aber es ist ja, nein. Man muss es ihm ja zugestehen, es ist ja gedanklich ein hochinteressanter Ansatz. Bayern ist keine Heimat, Bayern hat eine Heimat. Ich frage mich oft, wo die heute ist. Ja, wenn man es manchmal so schwer findet zwischen Autobahnkreuzen, Gewerbegebieten und gesichtsloser Zinseszinsarchitektur. Wo ist die Heimat Bayerns? Fragen wir oft. Im Biergarten zum Beispiel. Wenn wir schon in der Brauerei sind, im Biergarten. Oder war ja, ich war ja schon sehr früh im Biergarten, weil es ja einen frühen Vorfrühling gegeben hat. Im Februar war ich ja schon das erste Mal im Biergarten. Also das kann man natürlich jedes Jahr machen, aber heuer, wie gesagt, hat das Wetter passt in München im Biergarten und da habe ich schon beschlossen, ich glaube, ich gehe heuer nicht mehr hin. Nein, nicht wegen am Bier oder was, nein, weil es klingt banal, aber die Leute werden immer blöder. Es ist wirklich, du sitze ich da mit einem Spätzle im Biergarten, gell? Vor Frühlingssonne, ich mit einem Masterspätzle, mit der Zigarette, noch darfst du ja rauchen im Freien, also noch. Gell? Im Münchner Biergarten kommt vom übernächsten Tisch kommt so ein, weißt du, so ein Rhabarberschorle-Depp kommt. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Leute, die Rhabarberschorle trinken, Deppen sind. Nein, überhaupt nicht. Jeder kann trinken, was er will. Aber es gibt so Leute, die haben schon so eine spezifische Art, ihre Rhabarberschorle zu bestellen. Weißt du, nach dem Motto, ich mache alles richtig im Leben und diese Rhabarberschorle ist der ultimative Beweis. So einer Wort. Es kommt daher, sagt er zu meinem Nachbarn, wenn Sie bitte einmal Ihre Zigarette ausmachen, Sie rauchen meinen Kinderwagen von hinten an. Wenn Sie bitte einmal, das ist so eine neue Formulierung, die haben wir jetzt immer öfter. Was sind Sie, sickert so langsam vom nordgermanischen Sprachraum ja, nach Bayern ein, wenn Sie bitte einmal hier Platz nehmen, wenn Sie bitte einmal Ihr Ticket zeigen, ich denke mir, was soll das, ich muss ja gar nicht zur Arbeit sein. Das ist ganz was Fieses, wenn Sie bitte einmal, das ist die Tarnung des Befehls durch simulierte Freundlichkeit. Ganz was Verrücktes. Ganz was Verrücktes. Wenn Sie bitte einmal heißt in Wirklichkeit, ich sag's nicht zweimal. Das sind die, die auch immer gerne sagen, als Antwort auf Danke. Gerne.
hat man früher bitte gesagt, sagen Sie gerne. Ja, weil wir eine Dienstleistungsgesellschaft geworden sind, da muss man sich allzeit leistungsbereit präsentieren. Gerne. Ja, dann haben sie irgendwann gemerkt, jetzt sagen schon fast alle gerne. Dann haben sie auf einmal gesagt, sehr gerne. Danke, sehr gerne. In München gibt es schon erste Lokale, da sind schon bei sehr, sehr gerne. Und demnächst wahrscheinlich auch bei der Bundeswehr jetzt, wo es einen neuen Traditionserlass gibt. Hey, sagen wir, wenn Sie bitte einmal 25 Kilometer marschieren würden, bitte einmal mit vollem Marschgepäck, darauf der Befehlsempfänger, sehr, sehr gerne. Die sagen auch nicht mehr Danke, die sagen ganz lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Aber wir waren ja beim Biergarten, ich sitze auf jeden Fall da, gell, und an dem Tisch neben uns hängt einer wie ein Irrer am Handy, kommt nur dazu wie ein Irrer, weil er sich Sushi im Biergarten liefern lässt. Das ist kein Witz, aber wirklich macht Sushi. Da kommt sein Freund und schreit quer durch den Biergarten, hey Schatz, ich habe uns gerade Sushi geordert. Darauf sie, Omega, wie geil ist das denn? Ja, wenn ich solche Dialogfetzen aufschnappe, dann denke ich mir immer, was für amerikanische Serien sprühen die Kasperl ihr Leben lang nach? Omega, wie geil ist das denn? Letztes Mal hat Ronny zu mir gesagt, Mega, danke für den Support. Weil ich hier die Tür aufgehalten habe. Ja, auf jeden Fall ist dann irgendwann der Lieferant mit Sushi gekommen und der Wirt vom Biergarten ist auch gekommen. Und hat gesagt, dass man jetzt natürlich schon im Biergarten traditionell eine eigene Brotzeit mitbringen darf, aber natürlich nicht von der Konkurrenz liefern lassen. Das wäre nicht die Idee der Sache. Daraufhin schaut der Sushi-Besteller den Wirt frech an und sagt, oh, oh, das gibt jetzt aber eine ganz schlechte Bewertung dem TripAdvisor. Das sind so Momente, da muss ich, wenn wir hier schon im Bierkeller sind, da muss ich an die Bertha denken. Die Bertha werden Sie wahrscheinlich nicht kennen, es war eine Münchner Bedienungslegende. Bertha Stürzer im Weißen Bräuhaus. 2009 hat sie aufgehört im Weißen Bräuhaus. Bertha Stürzer. Wir sind extra wegen der Bertha ins Weiße Bräuhaus immer wieder mal gefahren, nur um sie zu erleben in ihrem Theater. Die hat einmal so haben wir den mit dem TripAdvisor sauer eingeschickt. Also Deppen hat es früher auch schon gegeben, braucht nicht reden. Ich war halt ohne TripAdvisor. Das weiß ich nicht, da ist es also ans Zahlen gegangen und dann hat die Zeche, weiß ich, es war D-Mark-Zeit noch, hat die Zeche 18,90 Mark gekostet. Woraufhin er zur Bertha generös sagt, machen Sie 19. Wir am Nachbartisch haben uns schon gedacht, au weh. Jetzt holt die Bertha wahrscheinlich das Mädelwasser aus der Küche und setzt sie auf. Aber weit gefehlt. Die Bertha hat ihn nur ganz kurz angeschaut. Dann hat sie zu ihm gesagt, Burle, hat sie gesagt. Bertha hat zu allen männlichen Gästen Burle gesagt. Burle, hat sie gesagt, Polter dein Geld, ich hab dich schon beim Zusammenschreien geschissen. Er war bis auf die Knochen blamiert, schallendes Gelächter um ihn herum und er hat nicht einmal verstanden, wieso. Das sind die verbalen Ohrfeigen, die man sich da manchmal herbeiwünscht. In dem Sinne trinken wir jetzt einmal auf die Bertha. Prost, mein freue ich mich sehr, bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, dass du mir hier diese große Ehre angedeihen lässt und bedanke mich auch beim Herrn Brillant für die Einladung und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen und uns einen wunderschönen Abend und alles Gute und herzlichen Dank nochmal. Dankeschön. Stoßen wir erst nochmal auf unseren Riegele Bierkettenträger 2019 an. Helmut Schleich zum Wohl. Herzlichen Dank für die schönen Worte. Applaus
und den Leidermarsch. Und wer gerade mir ins Ohr geflüstert hat, den kenne ich, der ist lang. Also, raus Musikanten, auf geht's! Wir verkürzen euch! Thank you.
drei, super, Brüche miteinander. So, und jetzt war Aufruf von Medien und Bierkettenbürger und damit ist das Buffet eröffnet. Guten Appetit und Prost auf einen schönen Abend. Thank you.
Familie und Team Riegele, liebe Königstreuen, lieber Helmut Schleich. Zunächst einmal ein herzliches Servus beieinander. Ich konnte es jetzt noch nicht ganz sehen, aber bitte schleicht euch auf eure Plätze. Ich wäre jetzt ganz gern bei euch, aber leider ist mir ein Termin dazwischen gekommen und ich muss jetzt leider absagen. Aber ich hoffe, dass ich durch die moderne Technik eine Videoübertragung auch die richtige ehrenvolle Übergabe eines Bierkettenträgers wie unser Helmut Schleich richtig rüberbringen. Lieber Helmut, auf dieser Leinwand kommt die Riegele Bierketten ein bisschen größer raus und das brauchen wir auch, weil das ist eine große Ehre und ist angemessen. Ein gestandenes Mannsbild braucht die Riegele Bierketten und wie es die Tradition der Kette verlangt, ein Mannsbild, das sich mit dem bayerischen Bier und mit der bayerischen Lebensart verdient gemacht hat. Und so ein gescheites Mannsbild ist er einfach durch und durch, der Helmut Schleich. Geboren ist am 28. Juli 1967 in Schongau.
Das passt, denn nur ein Dorf weiter in Böbing ist die Riegele-Familie, also die Brillers, groß geworden. Naja, mit den Großwehren ist das so, mit den Brillers so eine Sache. Aber körperlich groß ist der Schleich eigentlich auch nicht. Aber bedeutend. Das war es vor allen Dingen seine Lebensgefährtin, die Martina. Und die drei Kinder. So bedeutend, dass man seine vielen genialen Auftritte gar nicht alle aufzählen kann. Unvergessen sind natürlich seine Auftritte am Nockerberg, in seiner Paraderolle des Franz Josef Strauß. Die auch in seiner eigenen Fernsehsendung Schleichs Fernsehen regelmäßig vorkommt. Den Strauß hat er übrigens schon in seiner Jugend mit der Gruppe Fernrohr gespielt. Und nicht nur witzig, sondern immer auch politisch und engagiert. Aber auch den Steinmeier hat er schon gegeben und den Kurt Beck. Aber eben auch den Helmut Schleich. Selbst in Persona, in seinen Soloprogrammen Nicht mit mir, Ehrlich oder Kauf, Du Sau, dabei müsste es doch heißen Trink, du Bayer. Aber er hatte auch weitere Verfehlungen, zumindest in seiner Titelwahl. Da bringt der Herr Schleich doch 1998 ein Soloprogramm und eine CD sogar auf den Markt mit Brauerei frei. Der Rausch packt aus. So einen Titel musste natürlich 21 Jahre geheilt werden, ehe man hier bei den Königstreuen wieder ehren konnte. Geholfen hat dabei sicher auch sein Buch Daheim ist nicht daheim. Und das Tagebuch von Franz Josef Strauß. Das ist Pflege bayerischen Brauchtums. Er schafft etwa 100 Live-Auftritte in Wirtshäusern im Jahr. Respekt, was aus Schwabing alles herausgemeistert wird. Der Schleich ist ja wirklich ein Schwergewicht. Das muss erstmal bewegt werden. Meine Knie taten das nicht mehr aushalten. Was übrigens die wenigsten wissen, als Kind hat der Schleich lange Zeit gar keine Haare auf dem Kopf. Die mussten ihm wohl dann später auf den Zähnen gewachsen sein. Und so ist er einer der besten Kabarettisten Bayerns entstanden, der auch einfach ein pfundiger Charakterkopf ist. Wer den Bierkrug seines Großvaters nach Jahren sofort wieder erkennt, der hat im Leben einfach alles richtig gemacht und Prioritäten gesetzt. So gesehen in der bayerischen Sendung Lebenslinien, die unseren heutigen Bierkettenträger eine komplette Sendung gewidmet hat. Ja. Ich habe dann fast einen hohen Respekt bekommen, als ich mir seine ganzen Aufzeichnungen angeschaut habe. Nicht nur, dass der Herr Schleich den Nachwuchs seines eigenen Kabarettpreises Kaktus fördert, er selbst ist quasi eine wandelnde Aufzeichnungslitfaßsäule. Vom Palaner Solopreis, da hat der Herr Briller geschrieben, wie kann man denn sowas ohne machen? Über den Förderpreis und Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises und den Deutschen Kleinkunstpreis, der AZ-Stern, Mohrenhofer Lupe, den Sigi Sommertaler und. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber lieber Helmut Schleich, die wichtigste Auszeichnung erhältst du jetzt. Es ist ein Orden, der einen wie Seehofer oder Söder zum Ministerpräsident macht. Es ist ein Orden, der einen die Rückenmuskulatur stärkt. Das habe ich schon das ganze Jahr gespannt. Denn mir hat man gesagt, dass man die Kette den ganzen Jahr nicht ausziehen darf. Und das wird schwer kontrolliert. Ja, du gehst da auch immer mit deinen Späßl aufs Oktoberfest. Wir passen dafür auf. Ja, lieber Helmut Schleich, ich freue mich, dass die Riegele Bierkette mit dir einen so würdigen Nachfolger erhält. Wenn du die Bierkette jetzt erhältst, dann verbunden mit einem Versprechen, dass wir unbedingt auf ein Riegele nochmal zusammenstessen. Und das machen wir jetzt einmal über die Form. Also, ein Prosit auf den neuen Bierkettenträger, ein Prosit auf einen Charakterkopf und ein Prosit auf die bayerische Gemütlichkeit. Prosit auf die Helmut Schleich.